Dies ist die Meditation Fels in der Brandung. Sie hilft dir, in deiner Kraft zu bleiben, ganz unabhängig von den äußeren Umständen. Finde eine gute Sitzposition im Schneidersitz oder die Beine locker ausgestreckt, die Wirbelsäule gerade, Schultern locker, die Hände ganz entspannt auf den Oberschenkeln abgelegt oder im Gyan Mudra Daumen, Zeigefinger zusammen in Meditationshaltung. Entspanne die Beine, Oberkörper, Schultern, Arme, Hals- und Nackenbereich, die Kopfhaut, Augenpartie und Kiefermuskulatur. Stell dir nun vor, dass du an einer Felsküste entlang wanderst. Und auf einer Seite erstreckt sich der tiefblaue, wogende Ozean. Stell dir vor, dass du über die Felsen der Küste kletterst und der frische Wind weht dir die Haare aus dem Gesicht. Die Brandung bricht sich tosend an den Klippen und du siehst schaumige Gischt aufspritzen. Es riecht salzig. Tief atmest du die erfrischende, klare Seeluft ein. Vor dir taucht ein gewaltiger Felsblock auf, der weit ins Meer hineinragt. Fest und kraftvoll erhebt er sich über die weiß schäumende Brandung, die sich an ihm bricht. Du kletterst auf diesen massiven Felsen und lässt dich ganz auf seiner Spitze nieder, umgeben vom wogenden Meer. Ruhig und unerschütterlich fest ragt er aus dem Wasser empor. Eine Weile betrachtest du, wie sich die Wellen unter dir am Felsen brechen. Und dabei merkst du, wie du innerlich mit diesem großen, mächtigen Felsen verschmilzt. Du fühlst dich ganz eins mit seiner unerschütterlichen Ruhe. Du spürst, wie tief er in die Erde hinabragt, fest mit ihr verbunden. Eins mit diesem Felsen erhebst du dich kraftvoll und ruhig über den Meereswellen. Du selbst bist zu diesem unerschütterlich festen, starken Fels in der Brandung geworden. Mit tiefer Ruhe und Gelassenheit lässt du den Blick über die Weite des Meeres und des Himmels schweifen. Du genießt dein Dasein und das Gefühl innerer Ruhe und Kraft.
mit diesem unerschütterlichen Selbstbewusstsein und von tiefer Ruhe erfüllt, kommst du gedanklich nun hier wieder in der Situation an. Ganz in dem Bewusstsein, dass du in deiner Kraft bist. Dass du jederzeit dich in die Kraft dieses Felsens hineinversetzen kannst. Egal wie die Wellen des Lebens um dich herum tosen und brausen. Du bist ganz in deiner Mitte. Namaste, Angela.